Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 8. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen übernommen von indischen Astrologie, auch die Berechnung, auch die Mondhäuser. Und das heißt, die tibetischen Astrologen berücksichtigen auch die Präzession und berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen auch, aber anderes als in westlichen Astrologie. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist eine andere Berechnung, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Wir haben vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Wenn wir das Bild anschauen, dann können wir sofort erkennen, im Erdeelement fließt gerade keine Energie. Wir brauchen aber den Ausgleich. Also wir sollen heute die Erdeelement betonen, damit wir im inneren Gleichgewicht bleiben können. Erdeelement bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur, auch Natur natürlich und die Finanzen, die Materie, um die Finanzen kümmern. Und jetzt Sonne, Mond und die Planeten, wie ist die Verteilung? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und wirkt als Monatsthema die Widderenergie. Und es ist Kraft und Mut, Bewegung und bei vielen auch Neuanfang. Auf diesem Sonnenbewegung haben wir einen Einfluss von Vertex. Vertex ist weder ein Sternbild noch ein Stern, sondern ein Knotenpunkt im Himmel, wo viele, viele Sterne treffen sie sich. Natürlich, das wirkt auch, weil die Fixsterne haben auch einen Einfluss auf unserem Leben. Und das kann bedeuten, dass jetzt ein großes Treffen kommt oder wir sind in unserem Leben angekommen wie in einen Knotenpunkt, wo wir uns neu orientieren müssen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und erreicht Mars. Das heißt, sie bilden sich eine sogenannte Konjunktion, sie wirken auch zusammen. Und das spüren besonders die Männer. Hier aktiviert Mond die Gefühle. Entweder passiert etwas, was ihren Gefühlen beeindruckt, beeinflusst, oder sind sie offen, über Gefühle zu sprechen, passt auch sehr gut zum Zwillingsenergie. Es ist immer noch ein Einfluss von Sternbild Orion, das habe ich gestern erklärt im Tageshoroskop. Merkur bewegt sich auch in Widder, genau wie die Sonnenbewegung, wobei die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Also Merkur ist auch im Widder und es kann auslösen, dass uns etwas Neues anspricht oder wir haben Termine, dadurch ändert sich etwas. Oder sind wir impulsiv, wir sprechen mal schneller etwas aus und vor allem Merkur steht in Verbindung zum Uranus und sie wirken auch zusammen. Uranus löst etwas aus, unerwartete Ereignisse, eine Überraschung oder eine unerwartete Nachricht oder Begegnung oder Gespräche oder Nachricht, etwas, womit wir nicht gerechnet haben. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Astromedizinisch wirkt Uranus auf unserem Nervensystem. Das kann auch etwas auslösen in unserem Körper, diese Nachricht oder dieses Gespräch. Jupiter ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet,
dass etwas gebremst ist. Oft hat das auch einen Sinn. Und das zeigt, abwarten, langsam tun, noch nichts vergrößern. Jupiter vergrößert gerne mal etwas, auch nichts übertreiben. Jupiter ist in Skorpion, das gehört zum Wasserelement. Und bei Wasserelement haben wir einen Bezug zu unseren Gefühlen, weil Wasserelement symbolisiert auch unsere Gefühlen. Und diese Rückläufigkeit hier in Skorpion bedeutet schon in die Tiefe. Aber nichts überstürzen. Du musst auch nichts übertreiben emotional, sondern überprüfen noch etwas. Und diese Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun. Bei Jupiter-Einfluss handelt es sich oft auch um eine rechtliche Lage. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und fühlt sich auch sehr wohl in Fischen. Hier kann Venus ganz gut sich entfalten. Das ist sehr kreativ, fantastisch, tolle Ideen und sehr emotional. Das ist die weibliche Energie, was wir Frauen auch verspüren. Hat einen Einfluss auf unser Liebesleben, weil Venus ist die Planet der Liebe. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma, hütet den Akasha-Chronik. Saturn ist auch rückläufig, hat auch was mit Vergangenheit was zu tun und möchte Saturn etwas in Form zu bringen. Das sind Schütze-Themen, was uns belehrt, diese Saturn-Energie. Schütze steht zum Bewegung, auch zum Sport, aber auch Reise, Ausland, auch inneren Reise, religiösen Themen, spirituellen Themen. Und vor allem Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell heißt es, hier sind unsere Wünsche. Und das soll die Orientierung sein, das, was Saturn uns belehrt, das in Form zu bringen. Saturn möchte etwas stabilisieren, etwas in Form zu bringen. Pluto ist auch hier im Schütze, auch rückläufig, und Pluto zeigt alles oder nichts. Konzentriere auf dem Wesentlichen. Alles andere ist momentan uninteressant. Orientiere dich auf die Schütze. Zielsetzung nach deinem Wunsch oder Reisen, Bewegung oder religiösen, spirituellen Themen. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Sonst klappt das nicht. Neptun ist auch der Planet der Künstler, lässt uns inspirieren. Neptun ist im Wassermann. Wassermann verleiht die Ideenreichtum dazu und auch die Leichtigkeit. Unser Planet Erde bewegt sich im Waage. Gaia symbolisiert die Erde. In Mythologie ist der Planet Erde und auch Materie. Und hier manifestiert sich etwas. Was genau manifestiert sich? Das zeigt die Waage, die Waagenthemen, die Partnerschaft. Auch die Gerechtigkeit ist wichtig, aber die inneren Gleichgewicht oder etwas ausgleichen oder vergleichen, etwas verschönern, ist auch der Tierkreiszeichen, was Schönheit und Kreativität, aber auch Frieden und Harmonie vermittelt. Die Verbindungen. Sonne steht mit Neptun in eine schöne Verbindung. Sonne beleuchtet das, die Träume. Und die Träume leben. Sonne gibt auch die Lebensenergie dazu. Mond steht mit Merkur in eine schöne Verbindung. Mond aktiviert die Merkur-Energie. Da handelt es sich um Handlungen und Gesprächen. Und Mond löst etwas aus in unseren Gefühlen. Es ist schön, es ist angenehm. Mond steht auch mit Uranus in einer schönen Verbindung. Und das ist eine Überraschung oder unerwartete Ereignisse, was auch sehr angenehm sein kann. Wenn ich jetzt die tibetische Astrologie betrachte, diese Karte zeigt vielen, vielen Symbolen, was für den heutigen Tag wirkt. Das sind die Jahrgänge 1977, was im Einklang ist mit dem heutigen Tagesenergie und wird noch kommen 2037.
So weit sind wir noch nicht, aber 1977 Geborenen sind im Einklang in heutigen Tagesenergie. Und das bedeutet, jemand kontrolliert uns oder gibt Zensur. Aber wir sollen selbstbewusst sein, unsere Meinung vertreten und auch wenn Kritik kommt und Kritik wird auch kommen, das aushalten. Wir bekommen aber auch Kompliment, kommt auch eine gute Nachricht und wir werden das alles gut meistern können. Neue Kontakte, neue Begegnungen sollen wir etwas vorsichtig sein. Die Farben haben auch interessante Bedeutung. Nach außen ist hier die Erde-Element und die Holz-Element. Die Energie ist eher passiv, die Energie ist nach innen gerichtet, also das heißt geduldig zu sein, gut überlegen. Wir brauchen diese Basis, dieses Fundament und dann kommt ein ganz langsames Wachstum und dadurch stabilisiert sich etwas. Die Zahl 4 zeigt es auch. Aber wir sollen etwas aufgeben oder etwas abschließen, was mit der Vergangenheit was zu tun hat. Die Grundenergie, was uns trägt, wo wir sitzen, hier im Bild zeigt es auch, ist die Wasserelement. Das ist unseren Gefühlen, unserer Intuition, aber auch unseren Träumen, das Unbewusste. Und das gibt uns die innere Kraft, was hier die inneren Feuer symbolisiert. Die Glückszahl ist heute, besonders für diejenigen, die 1977 geboren sind, die Glückszahl ist die Zahl 2 in Luftelement. Und das ist Partnerschaft, Ausgeglichenheit, Luftelement, Leichtigkeit, passt genau zum Tierkreiszeichen Waage. Die Fokus, die Zentrum ist die Zahl 5 und das im Holzelement, das heißt etwas in Form zu bringen. Wir brauchen diese Basis, dieses Fundament, was hier oben die Erde-Element auch zeigt. Und wenn das klappt, dann können wir Schritte machen, dann kommt ein langsames Wachstum. Die Schicksalszahl ist die Zahl 8 im Metallelement, das heißt nach Höhen und Tiefen, nach ein Hin und Her kommen wir zum Harmonie, dass das ausgeglichen ist, eine harmonische Bewegung, aber wir brauchen dazu die Metallelement etwas klären, etwas bereinigen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe eine wichtige Information für euch. Meine Hotline-Nummer wird sich demnächst ändern. Bis ich die neue Nummer habe, gilt die jetzige. Der Grund für diese Änderung ist die liebe Frau Nadine Breitenstein, die netterweise nicht mal meine Schwiegermama in Deutschland in Ruhe lässt. Meine Hotline-Nummer ist bis jetzt über meine Schwiegermama gelaufen, weil sie in Deutschland ihren Wohnsitz hat, war für uns viel einfacher, dort die Nummer beantragen als von Spanien aus. Aber meine Schwiegermama wurde mit Rechtsanwaltschreiben von Nadine Breitenstein belästigt. Und damit die alte Dame keine weitere Schwierigkeiten bekommt, ändere ich lieber die Nummer. Ich freue mich auf euren Anruf. Alles Gute und alles Liebe von Dendera.